Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Concord, zusammen mit Curie. Und ja, wir füllen hier mal die paar Flaschen auf, also die, die wir jetzt gefunden haben unterwegs, dann haben wir die schon mal gesichert. Ja, wir sind hier in Concord. Nicht, dass wir eine Zeitmaschine benutzt hätten, nein, wir sind hier, weil wir... ja, so ziemlich seit Beginn der ganzen Sache hier eine Sache übersehen haben. Da kam eine Meldung aus der Community. Vielen Dank nochmal für den Kommentar. Und zwar waren wir hier unten noch nicht drin. Da werden wir jetzt reingehen. Dank unserer Vertibirds sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Naja, weitermachen, Soldat. Okay, wir werden hier auf jeden Fall runtergehen. Und danke auch nochmal, dass du nicht gespoilert hast damals. Wir werden uns das Loch jetzt hier mal angucken. Also was wird uns hier erwarten? Ghule? Ah, ich weiß nicht. Einfach nur ein Loch vielleicht? Ha! Concord Bürgerzugang. Okay. Naja, wenn jetzt viele Ghule da drin lauern sollten. Okay. Wir haben unsere Chamäleon-Rüstung an. Keine Falldrähte, keine Stolperdrähte. Aber so viel zu looten, das ist schön. Auch ein großes Hobby von uns. Meyerlurks? Hier unten? Ja, da hätten wir am Anfang unseren Spaß mit gehabt. Und was ist das? Eine Kette? Ja, die hätten wir mal lieber davor gelassen. Okay, ja, Moment mal, Moment mal. Wir nehmen immer, obwohl... ja, okay. Meyerlurks haben wir jetzt gesehen. Dann wollen wir auch mal gucken. Der lebt gar nicht mehr, der Meyerlurk. Komischer Krebs. Nehmen wir mal alles mit. Oh. Ein Brahmin. Das hat aber hier nicht den Menschen aufgegessen, angeknabbert und den Rest liegen gelassen. Das wird wohl eher der Meyerlurk gewesen sein. Ja, hier werden wir erstmal nicht runterspringen. Wir nehmen brav den linken Weg, so wie wir es gerne haben. Immer links gehen. Moment. Ha, diesmal haben wir aus Versehen die richtige Taste gedrückt. Wie schön. Und von dem Kumpel hier können wir nichts mitnehmen. Nein, von beiden können wir nichts mitnehmen. Hat der... ja, was hier wohl wieder geschehen sein mag. Krieg auf jeden Fall. Das ist gar kein Durchgang. Ich dachte schon. Ja gut, dann geht es nach unten. Knochen, Knochen, Knochen. Schädel. Knochen des rechten Unterbeins, Schenkels. Was ist hier?
Was hat man hier vor uns versteckt oder für uns? Na, was ist hier drunter? Nichts. Och, Moment mal. Okay. Der linke... Ach so, hier geht's weiter. Psst. Ach was. Ich bin nämlich im Fall. Schon wieder. Es ist etwas in der Nähe. Unbekannt. Och, Maulwurfsratten. Ja gut. Also, wenn man am Anfang hier ist, dann sind Maulwurfsratten ja schon. Ich werde nach dem Schützen ausschauen. Ich glaube, ein Schütze hat es entdeckt. Ich glaube, der Gegner ist fort. Hast du gut gemacht, Curie. Vielen Dank. Da sind die rausgekrochen gekommen. Und hier, da können wir aber nicht durch jetzt. Ja, da sieht man noch den Maulwurfsrattenhügel. Hier auch, ja, ja. Ja, das ist doch ganz nett gemacht hier. Ein bisschen gruselig alles. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Wow, das ist ja größer als ich dachte hier. Curie, hier ist ja ganz schön was los. Die Menschheit ist seit den Bomben tief gefallen. Den können wir aber nicht mitnehmen. Wo hat er denn seinen Kopf gelassen? Ja, okay. Das soll jetzt nicht unsere Aufgabe sein, hier die Köpfe der toten Leute zu suchen. Oh, noch ein Kopfloser. Ja, das ist mal interessant. Das wär's. Aha, eine verriegelte, verrammelte, verschlossene Tür. Gut, diesen Rettungsring, den haben wir sowieso schon gesucht. Oh, aha. Ja, das ist jetzt auf der Entfernung hier, ich meine, in diesem engen Raum hier unten, da wäre das jetzt nicht so schön gewesen, sich so mit der Machete mit dem anzulegen. Für sowas haben wir dann doch immer ganz gerne ein bisschen mehr Platz. Das hat er nur davon. Er mit seiner Jetsucht. Ach so, das war's hier schon. Oh nein. Oh nein, da oben sind Kronenkorken. Und wir kommen da nicht hin, oder wie? Ah, doch, wir kommen. Wie haben wir das jetzt geschafft? Daytripper. Ja, das sind doch alles gute Sachen hier. Gerade am Anfang, wenn man da zum ersten Mal ist. Ja, hier sind wir drauf gesprungen auf diese... Als Treppe haben wir sie benutzt. So, was ist hier noch Schönes in der Ecke? Fusionskern. Und, ach, nochmal ohne Geräusch. Dann gibt's auch kein... Oh, von uns. Uah! Curie. Schön, dich zu sehen. Aha. Na, hier passiert doch nichts mehr. Also, weg mit den Waffen. Alles ist gut, Curie. Oh, wir können hier... Oh, eine Machete, wie schön. Ja, dann looten wir doch erstmal hier kräftig alles. Und gehen mal hier schön gemütlich schlafen. Ich fühle mich wunderbar erholt. Ach, das hast du aber schön gesagt, Curie. Sollen wir das Kissen hier mitnehmen? Wer weiß, was da drin ist. Parasiten. Irgendwas. Ah, der Monitor, leider. Da tut sich nichts mehr. Och, da brauchen wir ja nicht mehr die Machete für.
Wow. Gut, dass wir unsere Machete haben. Wo kamen die jetzt her? Die hingen hier oben. Das haben wir gar nicht gesehen. Ja, nochmal so ein Horrorspielchen hier. Okay, der hat einen Kopf. Aber wir haben... Sie hier hat auch einen Kopf. Und ich vermute mal, dass wir gerade die Machete gefunden haben. Von dem Machetenmörder. Der hier die ganzen Leichen geköpft hat. Ja, wahrscheinlich waren sie zu dem Zeitpunkt, als sie geköpft wurden, noch gar keine Leichen. Sie wussten noch gar nicht, was ihnen blüht. Und weiter geht's. Oh, Zuckerbomben. Hat er umklammert, hat er die... Die guten Zuckerbomben. Und hier, ja, Tato. Ja, da hätten wir uns am Anfang auf jeden Fall gefreut. Über jede Tato. Obwohl Tatos, na, die haben wir am Anfang auch nicht so oft gefunden. Hier ist schon der Ausgang also. Dann nehmen wir doch die andere Treppe nochmal. Waren wir hier schon? Ach so, hier würde es dann wieder zurückgehen, oder? Ja, ja, das ist der Anfang, ganz genau. Curry, es geht wieder hier lang. Da ist der Ausgang. Unten waren wir überall. Ja, aber ich muss schon sagen, dafür, dass das hier so gerumst hat, haben die das hier sich doch ganz gemütlich gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sollen wir uns nochmal hinlegen? Komm, wir legen uns nochmal hin. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Ja. Oh, was ist das? Tabu-Tattoos. Ja. Oh yeah, Tabu-Tattoos. Du hast eine Ausgabe von Tabu-Tattoos gefunden. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Wow. Und kann man aus diesen Comic-Heften etwas lernen? Haben sie einen wissenschaftlichen Inhalt? Kommt drauf an, wie man es sieht. Was war das, eine Gesichtstätowierung oder eine Popo-Tätowierung? Oh, dann müssen wir ja demnächst, wenn wir in Diamond City haben, müssen wir da unbedingt nochmal zum Friseur. Das war doch der... Nein, wir müssen nach Dr. Soon. Dr. Soon war derjenige welche, der auch Tätowierungen verpasst hat. Und raus geht's. Ja, das war doch mal interessant, finde ich. Doch, das hatte was. Danke nochmal für den Tipp. Und ich weiß gar nicht... ich weiß gar nicht, warum... Wie, ach, hier kamen wir raus, ja. Also Bürgerzugang. Ich weiß gar nicht, warum wir das am Anfang nicht untersucht haben. Naja, wir hatten ganz andere Probleme am Anfang mit dem Minuteman, die irgendwie sicher nach Concord zu bringen. Das war doch schon unsere Aufgabe. Damit waren wir voll ausgelastet. Wir haben zwar gesehen, dass da irgendwas ist. Nein, das ist jetzt die falsche Richtung. Dass da was ist, haben wir gesehen. Aber, ja... Ich dachte auch nicht, dass man da reingehen kann, ehrlich gesagt. Oder wir wollten später gucken. Also, wer sich die ersten Folgen nochmal anguckt mit den Minutemen. Nach deiner Erkundung des Instituts haben wir endlich einen Bericht aus erster Hand über diese Einrichtung. Mhm. Also, wer sich die Folgen anguckt, der weiß dann auf jeden Fall, dass wir da... Warum wir hier vorbeigegangen sind. Entweder haben wir es gar nicht gesehen, wir sind ja oft schon hier dran vorbeigegangen. Oder wir haben gesagt, ja, wir kümmern uns erstmal um die Minutemen und kümmern uns darum dann später. Ich frage mich, was das hier eigentlich ist.
Die haben wir ja auch schon öfter gesehen, diese Geräte, aber... Ah, die haben keine besondere Funktion. Naja, gut, okay. Damit sind wir aber doch jetzt durch hier. Meine ich, oder kann man hier noch rein, sehe ich gerade? Nein, man kann nur hier so durchgucken. Da ist aber auch nicht mehr viel jetzt. Okay, auf zur Red Rocket Raststätte, weil die jetzt gerade auf dem Wege liegt. Und dann gleich weiter zur nächsten Siedlung. Ja, Sanctuary Hills. Dann sage ich mal Conny, aber Abernathy müssten wir auch noch hin. Ja, hier waren wir zwar schon drin in diesem Gebäude. Und hier hat man doch auch irgendwo so eine Falle gehabt oder so etwas. Schauen wir mal, ob etwas respawned ist hier drin. Oh, Nuka-Cola Quantum, sehr schön. Ja, also hat sich das auch schon wieder gelohnt, hier mal nachzusehen, ganz kurz. Schweißerbrille, sehr schön. Und was ist das? Ah, die Haarklammer. Für diesen Safe, okay. Ah, das war nicht die Haarklammer, das war die von vorher. Die war sowieso schon angeknackst. Ja, am Anfang waren wir nicht hoch genug geskillt. Da haben wir hier das verbesserte Schloss wohl nicht aufbekommen. Sehr gut, dass man hier schlafen kann. Das machen wir jetzt aber nicht. Oder Curie, schlafen? Naja, wir nehmen uns lieber ein richtiges Bett. Ich dachte, hier wäre so eine Falle noch drin gewesen, aus der man Kristalle und sowas rausbekommt. Und falsch gedacht. Und weiter geht's. Da wächst nichts nach. Und auch im Brahmin ist nichts drin für uns. Ein einfaches Leben ist das nicht. Ja, ich verstehe. Was haben wir denn hier reingesteckt? Flaschen haben wir hier reingesteckt. Da haben wir aber früh angefangen zu sammeln dann. Uns interessiert doch hier nur der Wasservorrat hier drin. Aufbereitetes Wasser, ja, ein bisschen. Sehr schön. Und, ja, keine Kronenkorken. Ist die Moral hier immer noch so miserabel? Ja, 40. Gut, da müssen wir unbedingt mal was dran tun. Was haben sie denn? Sie haben doch zu essen, sie haben zu trinken. Energieschutz ist auch da. Betten sind auch genug da. Ja, das kann allenfalls sein, dass die Leute hier öfter mal angegriffen wurden, dass die Moral so gesunken ist. Und sie haben zwei Hunde. Und scheint endlich wirklich was zu werden. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Also seit der Brahmin-Käfig weg ist, ist das zum ersten Mal, also seit wir den damals aufgebaut haben, ist es zum ersten Mal, dass ich mitbekommen habe, bewusst mitbekommen habe, dass hier Klingenkorn wächst. Aber gut. Sanctuary Hills, wir kommen. Der ist jetzt auch leer. Da hat keiner wieder was Neues reingestopft. Oh, da war ein Loch. Ich dachte, da könnte man mal schön auf unsere wasserindustriellen Wasseraufbereiter gucken, aber da haben wir nicht mit dem Loch gerechnet, da an der Stelle. Okay, wir haben die Käfige also repariert, aber es versäumt, sie auch zu aktivieren. Bitte zeig mir so viele einische Lebensformen wie möglich, damit ich sie scannen kann. Das dient natürlich ausschließlich der Wissenschaft. Natürlich, Curie. Ja, dann legen wir ja erstmal den gesamten Schrott hier ab. Okay.
Wie wär's mit noch ein paar Waffen? Ich würde ja sehr, also ich würde sie, ehrlich gesagt, ich würde die Waffen und so, das würde ich lieber mitnehmen jetzt nach, zum Starlight Drive-In. Denn man hat ja gesehen, wie lange das gedauert hat, bis wir da den Größenbalken wieder runterbekommen haben. Und durch den Skill, den wir, oh, wir wollten ja was anderes hier suchen. Durch den Skill, den wir letztens irgendwann genommen haben, brechen unsere Knöchel nicht mehr so schnell. Also seit wir da den Skill genommen haben, ist nichts mehr passiert. Wie wäre das? Hier war nichts mehr. Sehe ich doch richtig. Dann brauchen wir auch nicht bis nach oben zu laufen. Ja doch, wir nehmen ein bisschen Wasser mit schon mal. So ein bisschen Wasser kann nicht schaden, gleich wenn wir Richtung Diamond City, wenn wir da hingehen in die Richtung. Sturgis. Ja, ist schon okay. Ist ein bisschen schwer, aber das wird schon. Es ist erstaunlich, wie viel wir hier draußen noch zu entdecken haben. Da hat er mal recht. Auch MK1 hier. Ja, okay, als wir die hingestellt haben, da wussten wir das noch nicht. Das ist verschiedene Geschütztürme gibt, das ist auch MK1. Ja. Was haben wir hier noch Schönes? Die Hundedosen? Hundefutter in der Dose? Das hatten wir hier mal gefunden. Ja, schauen wir mal, ob vielleicht wieder jemand etwas dahingestellt hat. Na, ja, das hat auch wilde Hunde angezogen. Irgendwo an dieser Stelle standen diese Hundefutterdosen. Hier der leuchtende Pilz und ja, hier ist jetzt aber nichts mehr. Die hat man schon ziemlich deutlich gesehen. Oder war das hier sogar? Ja, man hat vor allem die Hunde gesehen, die drumherum standen. Ah ja, vielleicht können wir jetzt den Brahmin-Käfig hier reparieren. Sehr schön. Ja, und ich sage es gerne nochmal, ich bin angenehm überrascht, dass die Abernathy Farm in letzter Zeit nicht mehr arg so oft überfallen wurde. Ja, das finde ich schon ganz gut. Und wir suchen nach Wasser. Aufbereitetes Wasser. Wie schön. Und Kronenkorken. Keine Kronenkorken. Wie schade. Hier haben wir auch schon so viele Flaschen. Nein, keine Flaschen hier drin gesammelt. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Sünds, die mich ausspionieren wollen. Ja, Curry, dann legen wir uns lieber hier hin. Hier ist doch etwas ordentlicher alles. Ja, nachts sieht man das gut. Das Bett ist doch viel schöner. Was meinst du? 8 Stunden schlafen brauchen wir? Ja, können wir. Müssten wir nicht unbedingt, aber können wir. Und wenn wir das können, dann machen wir das auch. Ja, genau, hier dauert es ja auch extrem lange, das Schlafen. Ja, wie sieht der Plan aus dann noch? Ich bin ja dafür, dass wir
In der nächsten Folge, das werden wir, wenn ich mal so auf die Zeit achte, jetzt natürlich nicht mehr schaffen, in 5 Minuten. Das Blut von Leuten zu vergießen, die es nicht verdient haben, ist unsportlich. Aber im Commonwealth verdienen es viele. Gut geschlafen? Ja, danke, Curry. Ah, hier ist auch so viel Wasser noch drin. Nehmen wir mal ordentlich was mit. Ja, das war das, was ich vorhin meinte. Wir hätten ruhig richtig viel da einkaufen können, aber haben wir. Wir haben alles an Wasser verkauft und wir haben alles noch an Kronenkorken ausgegeben. Also von daher, ja, Essen. Essen sollten wir wahrscheinlich, ist jetzt unser Charisma nicht ganz so gut. Ja, doch 14 reicht eigentlich. Dennoch wollen wir mal ein bisschen was essen und dann sollten wir doch etwas länger aushalten können. Gut genährt, das ist gut. Hallo. Mami hat das Medaillon von mir zum 18. Geburtstag bekommen. Es bedeutet mir sehr viel, es wieder zu haben. Mhm. Entschuldigung. Nur zu. Die Kleidung kannst du direkt anziehen. Okay. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Jawohl. Ja? Ja. Möchtest du ein bisschen handeln? Richtig. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Och. Na, wie kommt das denn jetzt? Wo haben wir denn gehandelt, dass sie jetzt nichts mehr hat? Das letzte Mal dachte ich doch im Starlight Drive-In. Da waren wir doch zum letzten Mal hier bei so einer Händlerin. Also gut, ja, dann haben wir hier eigentlich unsere Kronkorken Hallo. Wieder geholt. Willst du handeln? Ja, okay. Müssten wir gar nicht. Wenn wir nach Diamond City wollen, dann können wir auch so mit dem ganzen Wasser dahin. Also wenn wir für 40.000 Kronenkorken nur Holz kaufen würden, ja, da würden wir aber auch ewig da bleiben müssen. Das finde ich auch immer nicht so toll. Dass wir da so lange dann warten. Du gehst vor, ich folge dir. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Kein Angriff. Ja, ich freue mich für euch. Das habt ihr aber gut gemacht. Scheint wirklich was zu werden. Dass ihr euch nicht habt angreifen lassen. Das habt ihr aber wirklich hervorragend gemacht. Brauchen wir jetzt Glück oder nochmal Handelssachen? Ich glaube, wir können uns direkt hier umziehen. Wir brauchen Geschwindigkeit wieder. Luft und Sonnenschein vertrage. Hier muss doch irgendwo eine Bar sein. Da ist eine Bar, ja, in der Tat. Wer war das jetzt? Ach, war das Hancock? Wahrscheinlich war es Hancock, ja. Wie, so schnell? Ja, den lassen wir noch raus. Den Stier da aus dem Käfig. Moment, die haben Euter, das sind gar keine Stiere, oder? Ja? Ja, 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 ja. Ich helfe dir mal hier so bei der Ernte. So ein bisschen. Ja, hier könnte sich aber auch mal einer drum kümmern. Was ist los? Ja, und das sture Brahmin bleibt da drin. Und wir werden, ja, sind wir denn jetzt, wir sind soweit hier fertig. Wir gucken hier, wir haben ja geschlafen, wir gucken noch einmal in die Werkstatt. Ob wir hier vielleicht etwas aufbereitetes Wasser haben? Nein. Dann schauen wir mal, ob sich das lohnt, hier ein paar
Jet-Teile herzustellen. Oh, das lohnt sich schon. Wo haben wir denn so viel Plastik her? Ja, das dürfen wir nicht vergessen in Hangman's Alley, wenn wir da sind, dass wir da Jet herstellen. Und ja, umso mehr können wir einkaufen an Holz dann. Ja, Holz bekommen wir ja bei Mo auch nur 100 Teile. Also sollen wir da denn wirklich wieder so lange schlafen gehen? Vielleicht laufen wir jetzt einmal durch bis Hangman's Alley. Also schon irgendwie an Grey Garden vorbei. Das sollten wir schon machen. Ja, die Rüstungsteile finde ich super. Es fehlt nur noch etwas für den linken Arm und dann hätte man ja alles so von der Geschwindigkeit her. Sunshine Tidings fällt mir ein. Da sollten wir vielleicht auch nochmal gucken. Hier können wir vielleicht ein paar Kronenkorken holen. Ja, aber das bringt es jetzt eigentlich auch nicht. Danke, dass du uns mit Trudy geholfen hast. Gut gemacht. Dann kommen wir mal zur Sache. Dann lass mal sehen, was du so hast. Du brauchst es. Ich hab es. Ja, der hat jetzt so gut wie gar nichts, was uns interessieren würde. Und dafür jetzt extra nochmal umziehen? Naja, hier für Trudy, okay. Der Laden hat geöffnet. Was willst du? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Ja, wir brauchen einfach alles. So sieht's nämlich aus und wir können ja jetzt nicht leider nochmal 200 Folgen lang nur looten. Das haben wir nämlich auch schon mal gemacht. Und da waren wir ziemlich enttäuscht am Ende. Ach komm, so ein bisschen Essen brauchen wir doch immer unterwegs. Nehmen wir das mal alles mit, was wir hier irgendwie noch verwenden können. Und wir sollten uns angewöhnen, eben auch viel mit Beton zu bauen, weil das relativ günstig ist und unsere Händler haben das. Also von daher ist es eigentlich schon nicht schlecht mit dem Beton. Und es lässt sich ja auch ziemlich gut verarbeiten. Also besser als die meisten anderen Sachen. Ja, das macht doch jetzt gar keinen Sinn, wenn wir jetzt diese AP-Sachen uns auf die Schnellladetasten legen würden. Wir müssen ja sowieso rein, so viele haben wir da nicht mehr frei. Als dass wir alle AP-Sachen da drauflegen könnten. Ach, gehen wir hier mal einen anderen Weg. Mal sehen, was wir hier noch so entdecken. Das sollte dir helfen. Bin froh, dass ich helfen konnte. Oh, du hast ja gar keine Ahnung, wie froh ich bin. Ich kann dir gar nicht genug danken. Pass auf dich auf. Doc Anderson, wer ist denn das? Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Wow. Ja, handeln wir erstmal. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Mal sehen, was ich entbehren kann. Das ist ja super, die kennen wir gar nicht. Genial. Ja, wir ziehen uns jetzt für die zwei Teile hier wahrscheinlich für die zwei Teile nicht extra um. Schlau wäre es zwar. Ladung Desinfektionsmittel. Und erstmal danke. Dann investieren wir schon mal in sie. Und dann holen wir uns die Kronkorken wieder zurück. Eieiei, ja, wenn wir das machen, ja, dann lohnt sich das doch, sich umzuziehen. Moment. Doc Anderson ist... Hallo. Es gibt nicht mehr viel Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Bevor sie verschwindet, Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Bevor sie verschwindet, werden wir sie fragen, ob sie vielleicht für uns arbeiten möchte. Nur wo schicken wir sie hin? Ich wäre vollkommen
dafür, dass wir sie nach Far Harbor schicken. Allerdings würde ich da lieber einen anderen Doktor hinschicken. Aber wir haben keinen anderen Doktor. Aber ich bin doch, irgendwie bin ich dafür, wir schicken sie nach Far Harbor, wenn es sich einrichten lässt. Wenn sie das Spiel mitspielt. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Für mich arbeiten, werden wir fragen? Hättest du Interesse für mich zu arbeiten? Ich habe eine gut ausgerüstete Klinik, die du nutzen könntest. Ach, auf Anhieb klappt das. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir sie wirklich dahin schicken können. Denn das Problem ist ja auf der Insel um Far Harbor, dass wir da nie einen Arzt haben, außer in Far Harbor. Ja, gut, bei den Kindern des Atoms vielleicht noch. Dann haben wir vielleicht noch jemanden bei Arcadia, aber... Ja, das geht. Longfellows Hütte hier. Ein großzügiges Angebot. Ich nehme an. Ich komme, wenn ich hier fertig bin. Das ist gut. Ich kann echt nur Gutes über Sie sagen. Siedler. Hi. Doc Anderson ist die einzige Ärztin, der ich vertraue. Alle anderen sind doch nur Quacksalber. Oh ja, dann tut's mir leid. Wo ist sie? Sie ist weg. Wir wollten hier das Ding hier noch mitnehmen und hier liegt auch noch was. Wir dürfen nichts weiter mitnehmen. Da müssen wir aber aufpassen hier. Was ist hier nochmal? Impro-Pistole auch. Die dürfen wir mitnehmen. Gut, Stimpex hier auch. Und das auch. Ja, ich weiß schon, wir waren hier schon mal. Und wir haben hier Ron gefunden. Wir gucken aber gleich mal. Ist die einzige Ärztin, der ich vertraue. Alle anderen sind doch nur Quacksalber. Ja gut, sie bleibt da sitzen, aber... Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Ja, sie bleibt auf jeden Fall erstmal hier sitzen, aber... Ja, toll wär's, wenn sie also den Weg findet zur Insel. Da ist auch immer schönes Wetter. Ist die beste, oder? Oh, das haben wir aber noch nicht gesehen. Schön, eine Runde schaukeln. Komm schon. Curry. Ah, sie haut schon ab. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten, unser Ziel war wenigstens Hangman Sally zu erreichen und wir haben ja Grey Gordon noch nicht einmal erreicht. Ich meine, wir nehmen jetzt ja auch einen anderen Weg. Ja gut, dass wir das gemacht haben. Denn sonst hätten wir Doc Anderson gar nicht getroffen. Ja, da freuen wir uns jetzt aber drüber. So viele Red-Hirsche. Komm, lass uns abhauen. Die gefährlichsten Gegner hier im Commonwealth. Die Red-Hirsche. Ach, so ein Jaguar, der macht nichts. Da, der steht nur vor der Tür und guckt. Oder vor dem Haus vielmehr. Oh, zwei Jaguars. Ja, das könnte schon etwas anstrengend werden. Aber, oh, hier ist da so ein Stockbett, so ein... mit mehreren... Ist es so für mich recht einfach, eine Untersuchung deines Körpers durchzuführen? Mit mehreren Etagen hier so ein Bettchen. Zu sein. Ich habe die Kampfhandlungen erneut überstanden. Das waren zweimal. Ja, jetzt sind wir einmal hier. Halt, halt, halt! Wo ist der? Da hat doch noch einer. Einer wollte doch noch angerannt kommen. Eine ganze Bärenfamilie. Und wir haben sie gefunden. Als Erste. Oh,
Okay. Oh, der alte Fisch. Kann man das wieder hinstellen? Ah, nicht so gut. Vorsicht vor den Bären. Bitte nicht füttern. So viel Kram. Ja, hätten wir doch hier mal lieber unsere Glückssachen angezogen. 14 Kronenkorken. Na, da werden wir aber nicht glücklich hier mit unserem Schlafplatz. Cram. Extra für die Bären. Aber... Zecken. Sie können Lyme, Borreliose und andere Krankheiten übertragen. Ja, das stimmt. Das hast du aber noch nie gesagt, Curry. Wie kommt denn das jetzt? Ja, diese Red-Hirsche, hoffentlich kreuzen die nicht unseren... Oh, da ist schon einer. Oh nein! Oh nein! Oh nein, der hat uns entdeckt. Nein. Nein, nein, nein. Wer weiß, die stehen wahrscheinlich auch noch unter Naturschutz. Unter Schutz. Ah. Okay, hier ist besser lang zu laufen. An den Red-Hirschen vorbei. Ach, da sind wir ja schon. Das geht aber auch immer schnell hier. Aufseher Green, wo sind Sie denn? Ja, der lässt sich manchmal ganz gerne suchen. Der Aufseher Green. Oh, ein Brahmin ist in der Falle. Das hören wir doch gerne, das Geräusch hier. Da ist er ja. Was gibt's? Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Jawohl, lass uns das machen, Aufseher Green. Wir sind nur aus diesem Grund hierher gekommen. Green. In Grey Garden ist der Preis immer heiß. Sollen wir einen Deal machen? Ja, das war auch witzig, die Spielshow. Das wäre super. Und was hat er Schönes? Beton, aber 50 Holz. Das ist gut. Ja, wenn wir wollten, können wir vielleicht sogar besser hier bleiben. Aber 50 Holz, naja, doppelt so viel kriegen wir in Diamond City also. Verzichten wir mal drauf. Ja, komm. Den einen Kronenkorken bekommt er geschenkt. Scheint wirklich was zu werden. Jo, müssen wir denn hier schlafen gehen jetzt? Oh, ja, wir haben eine Flasche gefunden, eine leere. Ja, komm, gehen wir hier mal kurz schlafen. Guten Morgen, Curry. So, weiter geht's. Ja, und wieder das Übliche, oder? Können wir denn nicht mal einen kürzeren Weg finden? Wir gehen jetzt mal unten am Wasser entlang. Das ist doch mal was anderes. Ja, aber dann kommen wir nicht über Overland Station. Ja, aber wir können uns ja schnell umziehen, unsere schnellen Sachen wieder an, schön. So. Und schon sind wir schneller. Und wer weiß, was wir hier noch alles entdecken auf dem Weg. Eine... Sieh dir sofort etwas an. Du könntest dich sonst erkälten.
Ja, das ist aber lieb, dass du da so auf mich aufpasst. Da war nichts. Nur ein Geräusch. Geräusche können uns nichts tun, nicht wahr, Curry? Oh, Curry? Komm, wir gucken mal, was hier sonst noch so ist. Ja, Skelette, Skelette, Skelette. Einer hat's geschafft und die anderen, naja, die haben es wahrscheinlich nicht, was war das? Die haben es wahrscheinlich nicht ausgehalten, hatten Hunger und wollten nur mal kurz hier an den Port Adina. Und wir können ja auch nicht anders, wenn wir so ein Teil irgendwo rumstehen sehen, müssen wir einfach unser Glück versuchen und leider kommen wir da nie dran an diese Teile. Naja, irgendwann wird's vielleicht nochmal. Und vielleicht, oh, ein Koffer. Vielleicht bekommen wir ja sogar mit dem Workshop, mit dem Walltech-Workshop so einen Automaten, so einen Greifarm da für uns, für unsere Siedlung. Dann können wir ausprobieren und testen, bis wir schwarz werden. Das ist gut, hier kann man immer looten scheinbar, also, ja gut, jetzt nicht alle drei. Ja, wir hätten doch Richtung. Wir hätten die Richtung nehmen sollen. Richtung. Oberland Station. Die liegen immer noch hier rum. Die hat noch keiner weggeräumt hier. Auch die Krähen haben ihnen noch nicht die Augen ausgepickt. Ich weiß nicht, ob der Weg jetzt unbedingt näher ist, aber es ist mal was anderes. Ach so, das hatten wir hier alles liegen gelassen. Ja, jetzt ist zu spät. Naja, vielleicht beim nächsten Mal liegt hier wieder was. Ja, wir lassen sowas ja auch mal ganz gerne als Deko-Gegenstände zurück, weil es da einfach in die Gegend gehört und reinpasst so. Allerdings kommt immer eine Putzfrau, die die Sachen wieder hier hinlegt, oder? Ja, von daher ist schon okay. Da waren wir schon drin. Sehr schön. Und wir sind so gut wie in Hangman's Alley. Auch sehr schön. Ja. Und wir haben uns noch gar nicht die Knöchel gebrochen. Seitdem wir die neuen Skills haben, nicht mehr. Keine Dosen hier für uns? Sonst legt doch hier mal jemand Dosen hin für uns. Wasser hätten wir gerne. Kein Wasser. Ja, das bringt ja nichts dann mit den Geräten da oben. Wenn hier so wenig Wasser immer ist. Aber was bringt, das ist, wenn wir jetzt ein paar Drogen für die Händler herstellen. Und da können wir jetzt uns richtig austoben hier, wie ich sehe. Zwar wollen wir Plastik auch nachher noch für die Acrylbuchstaben zum Beispiel verwenden. Ja, und mit Sicherheit für andere Sachen auch noch. Aber jetzt wollen wir uns hier doch erstmal so austoben, so viel wie möglich. Und schön Jet zum Verkaufen.
herstellen für die Händler gleich. Ja, aber wie lange sollen wir denn dann in Diamond City bleiben? Naja, so lange wird es schon nicht dauern. Also 40.000 Kronenkorken sind auch irgendwann mal weg. Also sollen wir jetzt wirklich wochenlang da bleiben? Ich habe gelesen, auf irgendeiner Seite oder in irgendeinem Forum war das eher, dass Mo doch etwas schneller auflädt. Also das soll schon in 24 Stunden soll er schon wieder Material haben. Und da werden wir uns nochmal hinsetzen und das ausprobieren. Wir hatten das ja vor geraumer Zeit mal getestet, wie lange es dauert, bis die Händler da wieder was haben. Und wir haben herausgefunden, dass es so 48 Stunden dauert, bis man nochmal zu den Händlern in Diamond City gehen kann. Mittlerweile bin ich mir aber nicht mehr so sicher, nachdem ich das gelesen habe, und deswegen gehen wir vielleicht nochmal nach Mo. Ansonsten muss ich eine Notiz an mich selber vermerken, einen Knoten ins Gehirn machen, damit wir wirklich nur Stahl kaufen und Holz. Stahl lasse ich gerade nochmal durchgehen und Holz. Die restlichen Sachen sollten wir wirklich uns nicht verführen lassen von. Alles, was wir brauchen, ist Stahl und Holz. Stahl haben wir eigentlich sogar noch. Eigentlich bräuchten wir nur Holz. Aber dann, ja, wir werden sehen, wie weit wir da kommen. Außerdem sind wir dann ja einmal umgezogen. Und ja, dann können wir da halt schön warten, immer auf Mo. Mo. Oh Mann. Ja, das wird dann aber schön. Wir werden aber ordentlich Kronkorken erstmal bekommen von den Händlern. Dann wird's nachher aber traurig, wenn wir die alle wieder verlieren. So, das war der erste Streich. Zum Schluss hier noch einmal der zweite Streich. Ach so, ja richtig. Leveln levelt man ja auch noch. Das ist ja auch nochmal schön. Denn für Jet Boost bekommt man doch immer noch ein bisschen mehr. Also wenn man Brennstoff kostenlos auch bekommen könnte. Ah, das werden wir sehen, wenn die Fabrik fertig ist. Vielleicht kriegen wir es recht günstig irgendwo hergestellt. Ich glaube, wir hatten Patronen doch auch. Irgendeine Sorte von Patronen. Die war ja auch relativ günstig herzustellen. Ich glaube, Blei und Dünger. Ja, ich meine, das war sogar die 5,56mm Patrone. Ah, das würde dann ja fast bedeuten, dass wir nie wieder Patronen herstellen müssen, obwohl, ja, da müssen wir uns nachher, ich will nicht zu viel versprechen, wir haben uns den Contraptions Workshop, der ist genauso neu für uns wie für euch da draußen, liebe Welt, also wir kennen das jetzt auch nicht so ganz genau. Also es wäre mit Sicherheit vorteilhaft, wenn wir dann irgendwie noch einen Plünderer mehr hätten in der Siedlung vielleicht, wenn die Moral dann natürlich stimmt. Sonst, glaube ich, machen die Plünderer auch nicht so viel Kosten. Ja, ich habe auch gelesen, sie sollen was kosten, aber das ist uns nicht aufgefallen. Sie sollen nämlich auch pro Tag, habe ich gelesen, 5 Holz und 5 Stahl kosten. Aber wie gesagt, wir haben das beobachtet in Covenant. Da müssen wir übrigens auch nochmal vorbei. Und da ist uns das überhaupt nicht aufgefallen, dass die Plünderer ihren Dienst einstellen oder dass da was kosten sollte. Wenn es so wäre mit den Kosten, ja, dann wäre ja nichts drin, dann hätten sie ja nichts gemacht. Aber in Covenant, die einzige Siedlung bisher, hier zumindest im Commonwealth, die wir gefunden haben, also die einzige Siedlung, die uns gehört quasi, die sich dem Minuteman angeschlossen hat, die noch keine Versorgungsroute hat. Die anderen sind alle versorgt und das haben wir damit Absicht gemacht, eben um mal zu gucken, was uns die eine Plünderstation so bringt. Jetzt waren wir aber schon so sehr lange nicht mehr da. Ja, da bin ich schon fast sicher, dass da wieder richtig viel drin ist mittlerweile. So, wir sind fertig. Wir sind richtig fertig. Was? Und wir gehen hier nochmal schlafen. Ich darf mich an der Stelle schon mal bedanken für euer Zusehen. Und ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Da wird eingekauft. Tschüss. Hast du gut geschlafen, Schatz?